Wie funktioniert der Multifunktionsregler? Wir wollen jetzt hier einmal gucken. Der Multifunktionsregler ist so aufgebaut: einmal das Steckergehäuse für den Kabelbaum, die Kohlebürsten darunter und der Regelbaustein auch direkt darunter. Danach haben wir den Anschlussgeneratorphase V, der guckt, ob der Generator dreht. Darüber haben wir Anschlussgenerator W plus und darüber haben wir Masseverbindung. Die Funktion des Ganzen ist und die von dem Multifunktionsregler ist, er unterstützt einmal das Motormanagement, überwacht die Batterie, überwacht die Auslastung, regelt temperaturabhängig die Ladespannung, schützt gegen Überlastung und Kurzschluss und verfügt über eine interne Fehlerdiagnose. Ja, hier sehen wir eine Generatorschaltung mit Multifunktionsregler. Wir haben links den Regler, in der Mitte den Generator und rechts die Batterie. Der Regler regelt diesen Strom hier, der durch den Generator läuft. Der Regler verfügt über diverse Anschlüsse hier oben. Wir haben ganz rechts außen den DFM, den Dynamo-Feldmonitor. Dieser ist dafür zuständig, einen PWM-Wert an das Bordnetzsteuergerät weiterzuleiten. Aus diesem PWM-Wert kann das Bordnetzsteuergerät berechnen, wie hoch die Auslastung des Generators ist und demnach über das Motormanagement zum Beispiel die Leerlaufdrehzahl erhöhen. Links daneben haben wir den Anschluss S für Sense. Der Sense-Anschluss geht vom Regler direkt zur Batterie und erfasst hier an der Batterie den Spannungsabfall, damit der Regler immer über den aktuellen Spannungsabfall informiert ist und somit optimal laden kann. Links daneben haben wir den Anschluss L. Der ist zum einen dafür zuständig, den Erregerstrom zu erfassen und den optimalen Erregerstrom zu regeln, damit der Generator bei möglichst wenig Aufwand anfängt zu drehen. Des Weiteren ist der Anschluss dafür für die interne Fehlerdiagnose zuständig. Der Regler erfasst permanent sämtliche Werte und wertet sie aus. Liegt ein Fehler vor, wird hier anstatt eine Spannung Masse auf L geschaltet. Dann liegt hier an der Kontrollleuchte Masse an, von Anleitung kommt B plus, demnach fängt sie an zu leuchten. Links daneben haben wir den Anschluss W. Dieser erfasst das Drehzahlsignal des Generators und vergleicht das Drehzahlsignal des Generators mit der Drehzahl des Motors. Unterscheiden sich die beiden, kann man davon ausgehen oder geht der Regler davon aus, dass der Keilriemen zum Beispiel gedehnt ist und durchrutscht. Hier unten in lila haben wir die Phasenspannung V. Diese wird vom Regler erfasst. Liegt dort keine Phasenspannung V an, dann geht der Regler davon aus, dass der Keilriemen gerissen ist, da keine Spannung mehr gesendet wird. Hier sehen wir einmal den Load Response Start und die Load Response Fahrt. Beim Load Response Start wird der Generator verzögert zugeschaltet, damit der Motor während der Zeit, in der er startet, nicht das zusätzliche Drehmoment für den Generator aufbringen muss. Bei der Load-Response-Fahrt werden die Verbraucher verzögert zugeschaltet, wird der Generator verzögert zugeschaltet, damit nicht, wenn man zum Beispiel die Heckscheibenheizung einschaltet, der Strom ganz schnell nach oben geht, sondern wie man hier sieht, schön gleichmäßig verzögert ansteigt.